Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von meinem SWTOR Berufe Guide für Neulinge. Heute schauen wir uns den Sündberuf an, die Sündfertigung, besonders interessant für Jedi und Sith. Sündfertigung ermöglicht es dir, deine Ausrüstung nicht nur zu personalisieren, sondern auch signifikant zu verbessern. Vorab, dies ist keine hundertprozentige Komplettlösung, dies ist eine Hilfestellung für Neulinge, wie gesagt, besser in das Spiel Star Wars The Old Republic reinzukommen. Ich schreibe keinem vor, wie er seine Spiele zu spielen hat. Seht es einfach als Hilfestellung oder als kleiner roter Leitfaden an, mehr nicht. Wann kann man mit dem Beruf Sündfertigkeiten oder Sündfertigung anfangen? Ganz einfach ab Level 10, wenn ihr den Hauptplaneten erledigt habt. Kommt ihr hier auf diese Station, auf Imperialer Seite oder auf Republik Seite. Wenn ihr hier dann auf die Taste M drückt, öffnet ihr die Map und hier seht ihr Festungen und Crewfähigkeiten. Dieser Bereich, da müsst ihr hin, denn dort sind alle Crewfähigkeiten, sprich Berufe und Berufe Lehrer. Auf Republikseite ist es genau gegenüberliegend. Es ist genau wie auf der imperialen Seite auch auf der Flotte, auf der republikanischen Flotte dann in dem Fall, allerdings nicht rechts unten, sondern links oben, quasi spiegelverkehrt. In diesem Bereich sieht man hier verschiedene Boxen und in diesen Boxen befinden sich die Berufelehrer. Es empfiehlt sich, mit jedem Berufelehrer zu reden, denn jeder gibt auch gleichzeitig EP, wenn man einmal mit ihm redet. Allerdings werden nur die Berufe dabei akzeptiert oder erlernt, die wir benötigen. Hier wäre es auf imperialer Seite Lord Yeren, steht auch drunter, Sündfertigung, einmal reden und man erhält den Beruf. Sollte man hier passenden Rang haben, kann man hier auch bei dem Lehrer weitere Berufe erlernen bzw. von 600 auf 700 hochcraften. Welche Berufe passen am besten zu Sündfertigung? Das wäre zum einen der Unterwelthandel und zum anderen die Archäologie. Die beiden passen sehr gut zu Sündfertigungen und ergänzen das ziemlich gut. Bei den Berufen sind deine Gefährten die besten Helfer, um Material zu beschaffen. Durch Unterwelthandel oder Archäologie, denn das benötigt ihr, da werdet ihr sehr viel davon nutzen können. Geht einfach dann auf den entsprechenden Beruf, hier zum Beispiel Archäologie. Es wird automatisch der maximale Grad, der zur Verfügung ist, angezeigt, aber ihr könnt jederzeit auch auf untere Grade wechseln, falls ihr mal wieder was aus den unteren Graden benötigt. Ihr seht auch hier die Zeit, wie lange der Auftrag dauert und wie viel es kostet. Ja, das kostet immer Credits. Des Weiteren seht ihr hier auch das Level eures Gefährten und die Prozent, was es euch bringt. Zum Beispiel 25% Zeiteffizienz und 25,5% Crit-Rate. Es empfiehlt sich hier deswegen, sehr viele Geschenke an die Gefährten weiterzugeben und sie so hoch wie möglich zu leveln, denn desto höher sie gelevelt sind, desto mehr können sie euch allgemein im Spiel auch weiterhelfen. Diese Info nur so am Rande. Wir starten jetzt mit Wett diesen Auftrag. 8 Minuten dauert er. Als Abonnent kann man hier natürlich mehrere Aufträge vergeben. Deswegen wieder die Erinnerung, wenn ihr geldlich in der Lage dazu seid, ein Abo abzuschließen, empfiehlt es sich sehr, hier Star Wars The Old Republic mit einem Abo zu spielen. Auch hier bei den Berufen. Es bringt euch immense Vorteile. Zumindest mal, was die Berufe angeht. Das gleiche, was für Archäologie gilt, gilt auch natürlich für Unterwelthandel. Nehmen wir ebenfalls die Berufe an. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass ihr nur Aufträge annehmen solltet, die orange sind. Also Party Service hier zum Beispiel. Denn diese Aufträge leveln am meisten eure entsprechenden Beruf, also in dem Fall Unterwelthandel. Das Ziel sollte es sein, bei jedem Beruf auf Max Level zu kommen, in dem Fall 700. 600 ist regulär, 700 mit der Erweiterung. Das sollte auf jeden Fall immer das Ziel sein.
Wie levelt man allerdings jetzt den Hauptberuf, also Sündfertigkeiten? Denn das kann man ein bisschen anders handhaben. Hier sieht man zum Beispiel bei der Zahl 0 hier dabei oder 1 oder 2 oder 3, je nachdem wie oft ihr das herstellen könnt und auch dahinter mit einem orangenen Punkt, dass dies uns sehr viel EP gibt. Orange ist immer das meiste, also auch bei dem Hauptberuf. Wenn ihr mit Orange leveln könnt, levelt mit Orange. Das bringt euch am meisten. Die anderen Farben darunter bringen euch immer weniger. Das, was ihr vermeiden solltet, es sei denn, ihr braucht es für einen Zweitschar, für euren Zweitschar oder für andere Spieler, die das haben wollen. Oder wenn ihr im galaktischen Handelsmarkt was verkaufen wollt, dann grau. Könnt ihr auch graue Sachen machen. Grau, mit grau levelt ihr allerdings nicht euren Beruf. Das muss euch klar sein. Ihr bekommt keine EP, wenn ihr graue Aufträge annimmt. Wir können hier 0 herstellen, weil uns hier verlorenes Artefakt Fragment fehlt, wird gerade gecraftet. Kann sein, dass wir das bald dann haben. Zusätzlich zu dem gecrafteten gibt es hier sowas wie Nilith-Faserlösung zum Beispiel. Die bekommt ihr sehr selten durch Craften. Solche Sachen bekommt man eher durch Crew-Fähigkeitshändler hier auf der Basis zum Beispiel. Hier könnt ihr diese verschiedenen Dinge kaufen. Sind auch eigentlich relativ günstig und daher durchaus machbar. Es gibt Berufe, Nebenberufe, also Farming-Berufe, wo ihr auch auf den einzelnen Planeten immer wieder craften könnt. Zum Beispiel gibt es auf verschiedenen Planeten auch Kristalle oder so. Wenn ihr da auf dem Planeten entlangläuft, seht ihr vielleicht links oder rechts am Wegesrand einen grünen, blauen oder was weiß ich welche Farbe, Kristall. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr den craften. Ist auch möglich. Wie gesagt, dies ist allerdings, also Kürzel B drücken, einfach B drücken, dann kommt ihr in das Fenster der Crew-Fähigkeiten und das ist eigentlich der kürzeste Weg und schnellste Weg halt für das Craften für diese Berufe. Um Synth allerdings noch schneller zu leveln, ist es erforderlich, dass er hier verschweißtes Hubert-Synth zum Beispiel als erstes in Massen herstellt, denn diese verschweißten Zusatzelemente, und das gilt für alle Berufe, die Zusatzelemente, die sind meistens ganz unten in der Liste, die sich nach und nach erweitert, diese Liste. Die werden am meisten benötigt, um halt alle Gegenstände herstellen zu können. Daher empfiehlt es sich, sich gerade beim Leveln auf diese Gegenstände zu konzentrieren. Produziert so viele wie möglich, levelt damit so lange wie möglich, bis es grau ist und geht dann erst zum nächsten. Diese Gegenstände wie Adaptivrüstung zum Beispiel, diese Schattenseite zum Beispiel, die braucht ihr am Anfang nicht herzustellen, es sei denn, ihr wollt sie unbedingt haben, braucht ihr aber eigentlich nicht zu tun. Wie gesagt, konzentriert euch auf die Zusatzelemente und stellt diese nur her, wenn ihr bei den Zusatzelementen keinen weiteren Level-Fortschritt mehr erreichen könnt. Derzeit bedeutet, wenn es ausgegraut ist, dann könnt ihr hierüber noch herstellen. Wenn ihr hier diese Schattenseitenarmschienen zum Beispiel herstellt, ein Gegenstand, der dann ins Inventar kommt, Kürzel I, könnt ihr Inventar öffnen, könnt ihr diese auch wieder dekonstruieren. Da geht ihr auf dieses Lichtschwert-Symbol, dekonstruieren. Einfach mit rechtem Mausklick könnt ihr das reinlegen, was ihr dekonstruieren wollt und klickt dann einfach auf dekonstruieren. Wenn es bei zerstört ist, wird es einfach nur zerstört. Wenn es dekonstruiert wird, was in den meisten Fällen dann bei Sündgegenständen der Fall ist, kann es sein, dass ihr auch Baupläne erhaltet zu den dekonstruierten Materialien. Diese Baupläne bringen euch natürlich neue Gegenstände im Sündbereich näher, die ihr erlernen könnt, die ihr dann produzieren könnt. Darüber erhaltet ihr also weitere neue Gegenstände. Auch über den Berufelehrer, bei dem wir eben waren, erhaltet ihr ebenfalls neue Gegenstände. Ihr könnt aber auch auf dem Handelsmarkt, also der Tauschbörse, könnt ihr auch Gegenstände kaufen. Aus dem Kartellmarkt kann es sein, dass es da auch ab und zu noch was gibt. Also man bekommt auf jeden Fall genug Baupläne und genug Mats in dem Spiel, um halt wirklich die Crew-Fähigkeiten ausgiebig nutzen zu können. Für sich, für andere, aber auch für den Verkauf. Ihr könnt nämlich diese Gegenstände allesamt im Handelsmarkt verkaufen, was euch natürlich dann wieder Credits einbringt. Wie ihr das machen wollt, liegt ganz bei euch.
Ob ihr das verkauft, ob ihr das dekonstruiert oder vielleicht selber noch benutzen wollt, könnt ihr tun und lassen, wie ihr wollt. Was wird eigentlich allerdings primär mit Synth hergestellt? Mit Synth werden primär Rüstungsgegenstände für Jedi und Sith hergestellt. Also wenn ihr einen Jedi spielt oder einen Sith spielt, ist Synth-Fertigung eine von den Berufen, die ich da wärmstens empfehlen würde. Oder wenn ihr in eurer Gilde eure Gilde mit sowas versorgen wollt, wäre das auch ein ratsamer Beruf im Endeffekt, um die Machtanwender des Spiels mit Rüstung zu versorgen. Ihr könnt allerdings mit Synth-Berufen auch Dekorationsgegenstände herstellen. Das gibt es auch. Kann man also ebenfalls machen. Genauso wie Augments, umgangssprachlich, die man ebenfalls herstellen kann. Synth-Fertiger stellen nämlich auch kritische Redubbed-Augments her. Kann ich jetzt leider euch nicht genauer zeigen, weil mit meinem Synth bin ich noch nicht so weit. Allerdings gibt es auch diese Möglichkeit. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch, was die Einführung in den Synth-Beruf angeht. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen Neuling von euch das Ganze jetzt etwas näher bringen und etwas weiterhelfen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder wenn ihr noch etwas Spezielleres wissen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback, jede Frage, jeden Kommentar. Und wenn ihr nichts mehr auf meinem Kanal verpassen wollt, könnt ihr ihn auch gerne abonnieren. Würde mich auch freuen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdelü!